Sämtliche Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen. Der große Turm im See ist unheimlich gepflegt. Er meint die Galgenburg. Du passt gut auf uns auf, nicht wahr? Willst du gestreichelt werden? Ja, ich wette, das willst du. Ich habe meine Patienten in letzter Zeit vernachlässigt. Ist euch aufgefallen, wie viele Besänftigte sich in letzter Zeit im Hof der Galgenburg aufhalten? Und behauptet ja nicht, ich würde mir das nur einbilden. Ich habe den Hof beobachtet und es gibt dort jeden Tag neue Besänftigte, die ihre verdammten Waren anbieten. Unter ihnen sind auch gute Magier. Leute, von denen ich weiß, dass sie ihre Läuterung bestanden haben. Vermutet ihr irgendeinen finsteren Plan, um sämtliche Magier Kirkwalls zu Besänftigten zu machen? Es ist keine Vermutung. Die Templer setzen das Ritual der Besänftigung ein, um jene zum Schweigen zu bringen, die gegen sie aufbegehren. Sie arbeiten an einem wohldurchdachten Plan, innerhalb der nächsten 3 Jahre sämtliche Magier Kirkwalls zu Besänftigten zu machen. Wer steckt dahinter? Der Plan ist das Werk eines Templers namens Sir Ulrich. Ich hatte selbst schon mit ihm zu tun. Er ist derjenige, der das Ritual bei Karl durchgeführt hat. Er liebt diese dreckige Arbeit und er liebt es, Magier betteln zu lassen. Was ist zwischen euch und Sir Ulrich vorgefallen? Ich war an einer Untergrundbewegung beteiligt. Magier, die in Kirkwall in Freiheit leben und anderen bei der Flucht helfen. Aber ich kann euch nicht mehr darüber erzählen, um euret ebenso wie um ihretwillen. Ihr habt zu enge Verbindungen zur Stadtwache und dem Adel. Es genügt, wenn ich sage, dass ich in der Galgenburg war. Ich habe seine Arbeit selbst miterlebt. Wie können wir sie aufhalten? Meine Freunde von der Untergrundbewegung der Magier kennen einen Weg hinein. Einen geheimen Zugang, der unter den Mauern der Galgenburg liegt. Ich bitte euch, mich heute Nacht zu begleiten. Helft mir, Beweise für Sir Ulrichs Besänftigungslösung zu finden. Was meint ihr mit Besänftigungslösung? Das ist sein Name dafür. Seine Idee einer friedlichen Lösung für das Magierproblem. Die Abtrennung des Geistes jedes einzelnen Magiers in den freien Marschen. Ich habe gehört, er wolle seinen Vorschlag sogar der Göttlichen in Val-Royeau persönlich unterbreiten. Er will jeden einzelnen Magier in Thedas in einen sabbernden Schwachkopf unter seiner Kontrolle verwandeln. Ich würde niemals zulassen, dass ihr euch dieser Gefahr allein stellt. Ihr seid der einzige Lichtblick in ganz Kirkwall. Ich hatte immer Angst, sie könnten mich zu einem Besänftigten machen. Und diese Angst ist jetzt größer als je zuvor. Wir können aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Unser Zugang ist nicht weit von hier verborgen. Unser Zugang zur Galgenburg liegt in der Kanalisation. Er ist nicht weit von hier.
Wege sicher. Erzählt niemandem, dass ich das hier getan habe. Allein in der Dunkelheit. Genau so mögen wir es. Hier ist es. Durch diesen Tunnel kommen wir in die Galgenburg. Mit ein wenig Glück werden sie uns einfach nur für Diebe und nicht für Verschwörer halten. Seid ihr bereit, mir bei der Suche nach Beweisen für die Besänftigungslösung zu helfen? Ich komme wieder, sobald ich bereit bin. Wir sollten uns auf den Weg machen, bevor Sir Ulrich seinen Plan in die Tat umsetzt. Gefällt euch die Dunkelstadt nicht? Dann verreckt und schafft Platz. Habt ihr je darüber nachgedacht, euch selbst zu töten? Das Gleiche könnte ich euch auch fragen. Ich mein's ernst, die Flucht aus der Sklaverei vor Daenerys. Ihr habt es bestimmt schon erwogen. Nein, sich selbst zu töten ist für den Erbauer eine Sünde. Und das glaubt ihr? Ich versuche es. Manche Dinge müssen schlimmer sein als die Sklaverei. Manche Dinge sind schlimmer als der Tod.